Genau einen ganzen Monat ist es her, seitdem ich das letzte Mal so richtig Rank gespielt habe, meine Freunde. Und ja, was soll ich sagen? Ja, Jungs, ich habe jetzt einen Monat lang kein Rank mehr gespielt. Das hatte auch seine Gründe. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Folgen bei mir von der Rank-Serie verfolgt habt, aber ich bin ja komplett durchgedreht, Bruder. Also, ich konnte mich echt nicht beherrschen. Die Autos waren viel zu stark. Die haben mich extrem gestört. Und die ganzen anderen overpowered Sachen war für mich einer zu viel. Ich bin euch ganz ehrlich. Aber zum Glück hat Fortnite jetzt einige Sachen geändert. Die Autos wurden entfernt. Viele overpowered Sachen wurden entfernt vor kurzem, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Und deswegen steigen wir jetzt wieder ganz entspannt und hoffentlich gelassen in den Rank-Modus wieder rein, meine Freunde. Ihr habt gesehen, wir sind Diamant 3, 97%, also fast Elite. So gesehen. Und heute wird auf jeden Fall noch Champion erreicht, Bruder. Das ist ein Muss. Bitte läuft es heute einfach entspannt und gut. Und ich habe einfach ein paar coole Runden, Bruder. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Und Jungs, wenn ihr korrekte Menschen seid, lasst jetzt erstmal auf süßen, fetten Daumen nach oben da. Ich würde mich extrem freuen und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts weiteres verpasst und damit wir hier in der nächsten Zeit die 300.000 Abonnenten hier auf dem Kanal erreichen. Danke für euren Support, Jungs. Und maximal könnt ihr mich mit einer Sache supporten, Jungs. Und jetzt hört mir zu. Und zwar geht ihr in den IT-Shop und unterstützt einen Creator. Klickt ihr drauf und gebt dann den Creator der Code Rubiks ein, Jungs. Das sind 5 Buchstaben, es ist super schnell eingetragen. Ich küsse eure Herzen, wenn ihr den Creator Code einträgt. Danke an jeden Einzelnen, der den Creator Code Rubiks im Itemshop stehen hat. Ihr seid wirklich Macher, Junge. Und damit würde ich sagen, labern wir nicht mehr großartig rum, sondern starten jetzt rein. Heute wird Champion erreicht, meine Freunde. Okay, Runde Nummer 1. Ich hab's gerade schon erwähnt. Bitte läuft es jetzt einfach, Digga. Ich will keine Kopfschmerzen, nichts. Autos, alles entfernt. Ich bin endlich jetzt nicht mehr in Ranked in, auf einer Autobahn am rumcruisen, Bruder. Wir gehen jetzt hier direkt levelig rein. Ich rasiere jetzt, Digga. Ich, Jungs, ihr wisst, ich bin der Heftigste, Digga. Ich mach das jetzt ganz entspannt, locker. Wir machen jetzt direkt eine 20-Bomb. Erste Runde, okay? Okay. Die Zukunft. Die Zukunft. Digga, was geht in meinem Kopf ab, Digga? Okay. Oh, da ist einer gelandet. Der kommt hier hoch. Hä? Wo ist er? Hä? Ich hab ihn noch gerade gehört, Digga. Was war das? Egal, okay, warte. Ich muss jetzt mal nun. Gib mir die Cola. Oh! Nein. Digga, was ist das denn? Woher kam er auf einmal? Let's go. Ja, ich hab nur 100 HP gehabt, ne? Das war komplett lucky, Alter. Ich hatte keine Mets, nix. Eieiei, okay. Den ersten Kill haben wir schon mal, Jungs. Ganz entspannt, ganz locker. Es sind ja gerade noch die A3-Lobbys, weil ihr habt ja gesehen, ich bin 97% die A3. Heißt, die Gegner werden, denke ich, noch nicht so übertrieben nervig sein wie ab Elite. Aber ab der nächsten Runde sehen wir ja dann, wie die Elite-Lobbys aussehen. Das heißt, die Runde muss ich jetzt noch so gut es geht nutzen. Und ja, Jungs, während ich hier loote, Alter, nochmal kurz hier zum Start des Videos ein paar Themen ansprechen, die wichtig sind, die ich kurz erwähnen möchte. Und zwar haben einerseits sehr viele beim letzten Video kommentiert, warum ich immer noch weiter Controller spiele, weil ich habe ja angekündigt gehabt, dass ich eine Woche auf Maus und Keyboard wechsle. Aber, Jungs, viele von euch haben das falsch verstanden. Ich hatte in dem Video, wo ich Maus und Keyboard gespielt habe, also das vorletzte Video ist es jetzt, glaube ich, wenn ihr das Video hier gerade seht. Und da hatte ich euch gefragt, also ich hatte gefragt, ob ihr so eine Maus und Keyboard Woche sehen wollt, wo ich eine Woche nur Maus und Keyboard spiele. Das heißt, es war noch nicht irgendwie eine Ankündigung, dass ich ab dem Zeitpunkt Maus und Keyboard spiele, sondern das war eher nur eine Frage, ob ihr das Ganze sehen wollt. Viele von euch wollen das sehen, das Video kam sehr gut bei euch an und ich glaube, die Maus und Keyboard Woche kommt auch dementsprechend dann jetzt relativ bald. Genaues Datum habe ich noch nicht geplant, aber die Maus und Keyboard Woche wird auf jeden Fall kommen. Ich bin aber, wie gesagt, nach wie vor gespannt, wie sehr ihr darauf Bock habt. Also wenn ihr wirklich Bock auf diese Maus und Keyboard Woche habt, meine Freunde, wo ich 7 Tage lang Maus und Tastatur ohne Pause spiele und versuche besser zu werden, lasst hier auch auf dem Video einen Daumen nach oben da, kommentiert das gerne auch in die Kommentare. Und dann kommt bald dazu die fette Ankündigung, meine Freunde, beziehungsweise bald fange ich dann damit an. Und ja, ich würde sagen, jetzt habe ich genug gelabert. Genug Loot habe ich jetzt auch am Start. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Action, Junge. Okay, vorne Schüsse. Rein. Oh, er hat ihn getötet. Egal, egal, egal. Mein Kill jetzt. Ich glaube, er ist low, nämlich. Schade. Okay. Chill, chill, chill. Er dachte auch, er kann mich fullboxen, ne? Der hat 0 Ping. Ah. Ey. Ey, was ist das für einer? Ey. Ey, Pablo, ich fass es nicht. Ey, das war ja so schlecht, ne? Wow, okay. Ey, was war das für ein Fight, Bruder? Alles gut, wir müssen erstmal reinkommen, Jungs. Verzeiht mir, Alter, Bruder. Was soll ich machen, Mann? Ich bin noch gar nicht warmed und alles auch so. Digga, was soll ich machen? Hör auf zu quatschen, komm raus! Okay, ich komm raus, ja, Alter. Reicht. Eieieiei. Bisher aber echt tote Lobby, Bruder. Aber ich finde das sogar ehrlich gesagt gut, dass die erste Lobby so anfängt, dass ich wenig Kills habe, beziehungsweise dass wenig Leute leben. Weil so kann ich erstmal mich jetzt hier mäßig einspielen. Aber Bruder, ihr kennt mich doch, Digga. Ich kann hier das Ganze nicht ohne Action liegen lassen, Alter. Ich muss jetzt hier weiter gehen. Warte, wo gehen wir jetzt hin? Ich geh mal, glaube ich. Ja, Bruder, ich glaube, ich gehe Richtung Grim Gate. Einfach. Quick. Und dann regeln wir das schon. Also das ist wirklich crazy. Aber da vorne sind welche am... Digga, was hat der da geboten? Ist das ein...
Ist es das, was ich denke, was es ist? Nein, ich spreche es mal nicht aus, Jungs. Okay, warte, wir gehen dahin, Digga. Schreibt mir in die Kommentare, was ich dachte, was er gebaut hat, da. Crack. Okay, hier sind zwei Leute. Oh Gott, ich klipp ihn oder so. Ja, da springt er ganz runter, Alter. Wo ist der? Aber er haut ab. Ja, dann lassen wir mal in Ruhe. Einen Gegner haben wir ja hier noch, Alter. Komm her, Bro. Oh. Oh. Digga. Ey, Jungs, ich bin noch gar nicht drin, ne? Ehrlich, Jungs. Ich bin 0% drin. Ich weiß nicht, was ich hier mache, Alter. Ein Monat Rankpause auf Controller hat mir ja gar nicht gut getan, Mann. Aber alles gut, okay. Hä, wo ist er? Ist er oben? Ach, er ist oben auf einmal. Ey, wieso spielen die so komisch? Erklär's mir. Ich sag's euch immer wieder, meine Freunde, wenn ihr Fortnite auf dem höchsten Niveau spielen wollt, dann braucht ihr natürlich einen stabilen PC. Und hier kommt mein Partner heute wieder ins Spiel, nämlich MyPC. Bei MyPC findet ihr die besten Fertig-Gaming-PCs, Jungs. Und ihr hört richtig, es sind Fertig-PCs. Das heißt, sobald ihr einen PC bestellt, wird dieser dann für euch komplett fertig zusammengebaut. Und dann, wenn er bei euch ankommt, ihr müsst ihn dann nur noch anschließen und könnt ihn direkt benutzen. Und Preis-Leistung ist bei MyPC top. Plus, ihr habt eine extrem große Auswahl. Zum Beispiel die Rubik's-Empfehlung auf der Seite, wo ganz viele verschiedene PCs vorgestellt werden. Also, worauf wartet ihr? Checkt jetzt MyPC ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Video. Ey, Bro, er ist wirklich ganz, ganz komisch, ne? Let's go. Okay, zum Glück war das meine Wand. Ey, Jungs, ne? Ich habe echt die Gegner schlechter erwartet. Aber ich glaube, es sind auch so gesehen eigentlich schon Champion. Ja, geil, kommt noch einer. Chill, 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 chill. Die sweaten richtig rein, Mann. Der kommt doch hoch, Bro. Er traut sich nicht. Kurz alles reloaden. Hä, wo ist er? Er ist unten drin. Ist er da? Ich sehe ihn nicht. Ey, wieso spielen die so weird, Jungs? Erklär das mir mal. Ist er da? Was macht er? Oh mein Gott, Alter. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, Alter, weil ich 150 HP habe. Okay, alles gut. Let's go, Mann. Eieiei. Ich glaube, ich spiele sogar Gatekeeper, Jungs. Ich weiß gar nicht. Ich finde diese Season irgendwie die Hammerpump wieder nice. Ohne Spaß. Aber ich glaube, 3 Schuss, also Gatekeeper, ist immer noch am besten, Alter. Oder diese Season, ne? Irgendwie ohne Spaß jetzt. Sie fühlt sich so an, als ob die erst seit so 2 Wochen draußen ist oder so. Ehrlich. So wenig habe ich das Spiel diese Season oder beziehungsweise Rank diese Season gespielt. Ich spiele auch aktuell diese Season, falls ihr das bisher mitverfolgt habt. Ja, kaum Cups, Jungs. Also, was heißt kaum? Ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Cups diese Season gespielt. Weil ich muss ehrlich sagen, Alter, Cups reizen mich diese Season nicht 1%, Alter. Aber ich habe eigentlich vor, jetzt nachdem Fortnite aus der Sommerpause wieder zurück ist, die restlichen Cups noch zu spielen. Also so Victory Cash Cups zum Beispiel habe ich diese Season nicht einen einzigen gespielt, soweit ich weiß. Oder soweit ich mich erinnere, eher gesagt. Wenn ihr mal wieder mehr Bock auf Cup-Content habt, dass ich auch zum Beispiel Skin Cups oder sowas spiele oder wie gesagt Solo Victory Cash Cups, Duo Cups. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Bruder. Denn ich muss mir auch noch ein Duo-Mate suchen, falls ich jetzt wieder anfange, Duo Cash Cups zu spielen. Und hier vorne Schüsse, Bruder. Da gehen wir jetzt mal wieder hin. Runde läuft gut, Digga. Für erste Runde. Ich kann mich nicht beschweren. Ich dachte aber ehrlich, dass die Gegner ein bisschen schlechter sind für Diamond Lobby. Sie sind echt nicht schlecht. Also ich glaube, ich habe eher hier eine Elite-Lobby erwischt, weil ich halt bei 97% war. Ich glaube, jetzt sollten wir auch schon Uprank sein. So, wir machen mal einmal hier Nitro. Ey, sind die im Bunker am Feind? Sorry, Digga. Der ist auch nochmal ein anderer, ne? Eieiei. Okay, chill. Ich werde den töten. Mach auf. Er macht nicht auf. Ja, jetzt bist du eingesperrt, Bro. Weg mit dir. Okay, die gehen aber in den Arsch, Digga. Arsch, Arsch, Arsch. Let's go, Junge. 6 Kills. 12 Leute leben noch. Ja, ich kann ehrlich, ich habe das Gefühl, jetzt wo die Gegner oder die Lobbys wieder entspannter sind, Bruder, ich kann die locker 20 Bombs droppen nächste Runde. Free, Bruder. Let's go. Es macht echt wieder Spaß, Digga. What the fuck? Fortnite ist wie ausgetauscht, seitdem die dieses Update rausgebracht haben, Alter. Ich merke das erst jetzt, obwohl das schon länger draußen ist. Das ist crazy. Wir gehen ins Island. Kurz einen kleinen Stepper dahin, weil, wo Schüsse sind, da gehört Onkel Rubik's hin, Alter. Der hat Münze, glaube ich, ne? Oh mein Gott, der ist nicht schlecht. 20 Bombs kann man vergessen. Ich hab nichts gesagt. Okay. Nichts mehr, Bruder. Er dachte, er ist gut, Digga. Er ist nichts. Er ist ein Schwein. Here we go, Junge. Rubik's Prime is back, Junge. Er hat alle Mützen gehabt, einfach. Ich schwöre, das war der Beste aus der Lobby, sage ich. Kommt noch einer. Es macht wieder Bock, Bruder.
Ich schwöre es euch, ich sag das nicht einfach so. Es macht wirklich wieder Bock. Oh. Ja, jetzt fällt er runter wie so ein Fettsack, Digga. Siebikopf. Ja, Junge! Weg! Ey, es hört sich so gut an, Jungs, ne? Dieses Gefühl hatte ich lange nicht mehr, dass ich hier die Lobbys dominiere, ne? Weil diese dreckigen Autos in meinen Arschloch reingefahren sind. Okay, wir beruhigen uns, Digga. Digga, aber ohne Spaß, Jungs. Das macht wieder richtig Bock gerade, ehrlich. Oh, hier kommt noch einer. Er landet ganz oben, Alter. Wieso? Ist hier Massenversammlung, oder wie? Oh. Okay, bauen. Bisschen verlernt. Oh. Nein! Ich war doch so im Flow gerade, Digga! Egal, Jungs. Ey, Mann, Digga, da war ich zu viel, Digga. Mann! Egal, Uprank sollte drin sein. Erste Runde chillt, Jungs. Beruhigt euch, beruhigt euch. Alles gut. Elite 30%, wir machen weiter. Hör auf zu tanzen, du kleiner Siebikopf im Hintergrund. So, meine Damen und Herren, es wurde langsam dunkel draußen, deswegen habe ich die Shadow sehr runtergemacht und ich habe das nicht angemacht und... Wieso erzähle ich euch das über... So, wir sind in der nächsten Runde drin, Jungs. Wir gehen Pleasant rein, Alter. Erste Runde, Bruder. Ich war ein bisschen zu euphorisch. Es kommen hier ein paar Säcke mit, Bruder. Die ballern wir jetzt. Ich glaube, einer sogar, ne? Ab jetzt werden die Lobbys dominiert. Ihr werdet sehen, Alter. Aber ich muss auch ein bisschen vorsichtiger sein, muss ich ehrlich sagen. Gerade zu euphorisch gewesen, deswegen verkackt. Deswegen, auch weil es jetzt Elite-Lobbys sind, muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Kann ansonsten eklig werden, Bruder. Ein Bre ist hier, ne? Also, wo ist der aber? Ich glaube, der ist hinten gelandet. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal so langsam hin. Ich habe ja eigentlich alles, ne? Okay, der ist hier, der ist hier, der ist hier. Komm her. Komm her. Keine Angst vor dir, Bro. Okay. Let's go. Beim dritten Mal habe ich damit gerechnet, du Sebi, Bruder. Kiro oder wie der heißt, Alter. Weg mit dir, Bro. Wichtig, erster Kill ist da, Jungs. Aber sonst ist... Ah, hier kommt noch einer. Ich wollte gerade sagen, sonst ist hier keiner, aber hier kommt noch ein Bre anscheinend, um mich hier zu nerven. Ja, dass er jetzt so direkt in mich reinkommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, Bruder. Er ist so scheiße. Oh mein Gott, ich habe so gechoked, Jungs. Ich habe so viele Fehler gerade in diesem Fight gemacht, aber er verkackt einfach maximal, ne? Gönn ich dir, Bro. 2 AP. Yeah! Digga. Okay, let's go. Psst, Digga, schon wieder zu euphorisch gewesen. Seht ihr das, Alter? Einmal ein bisschen Euphorie zeigen, Bruder, und direkt werde ich in den Arsch geballert, Bruder. Hier kommt noch einer. Ja, geil. Es ist over. Komm, noch einer. Wieso ist hier Massenversammlung, Jungs? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Verbände. Gib mir die. Junge, Alter, was geht hier auf einmal ab, Mann? Ich sag doch, Elite-Lobby ist härter. 80. Die Team oder so? Ja, okay, die fein, die fein, die fein. Ich brauche aber Loot, Bruder. Ich habe nichts. Ja, ich krieg immer noch nichts. Okay. Der ist nicht low. Schade. Okay, der haut ab. Digga, die sind richtig eklig jetzt, die Gegner auf einmal, ne? Krass. Vergleich mal die erste Lobby mit der Lobby jetzt, Digga. Die Gegner sind wie ausgewechselt. Ach du Scheiße, Bro. Ich muss mich jetzt konzentrieren, Digga. Die fein immer noch sehr gut, Bruder. Das ist perfekt für mich. Ja, tötet euch, tötet euch. Okay. Ja, ich kann jetzt hin. Let's go, let's go. Er war auch noch low, Alter. Wichtig, aber ich hätte den Damage mir eigentlich sparen können. Passt aber, passt. Hauptsache, ich hab ihn. Jungs, die Gegner, was geht denn ab, Bro? Die sweaten richtig rein. Ich muss echt aufpassen, Bruder. Ich will heute hier unbedingt noch Champion hinten, ne? Es ist so wichtig, dass wir heute noch Champion erreichen. Weil es läuft eigentlich echt gut, Digga. Nur, ich muss halt gut spielen. Plus, ich muss ein bisschen Glück haben natürlich auch mit den Gegnern und so. Aber vor allem muss ich mich konzentrieren, Alter. Aber bisher ist fein, ist fein, ist fein. Jetzt geht der Spaß jetzt so richtig los, Jungs. So, die ersten drei Kills waren aber auf jeden Fall eine harte Wucht, Bruder. Wo ist der Rest? Ah, da holt, glaube ich, einer den Bot. Chill. Er hat mich nicht gehört. Perfekt. Hier ist um 90. Ey, Bro, wie er haut so ab, ne? Bro, wie kann man so abhauen? Ey! Ey, langsam habe ich genug, ne? Wie kann man so abhauen, Alter? Chill mal jetzt deine Nuggets, Digga.
Eieiei. Digga, okay, ey, Jungs, mit den Gegnern ist nicht zu spaßen. Ihr merkt es, Jungs. Ich schwöre es dir. Wenn ihr das nicht merkt, den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Lobby, weiß ich auch nicht, Alter. Das ist unglaublich. Auf einmal Ultra-Sweats gewonnen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Digga, wir haben 22 Uhr. Eigentlich müssen die Lobbys doch entspannt sein, Digga. Jeder hat Ferien gefühlt. Habt ihr Ferien, Jungs? Schreibt es in die Kommentare. Weil ich glaube, aktuell hat jeder Sommerferien, oder nicht? Naja, wie dem auch sei, Alter. Kurz einmal Nitro rein. Karte und runter. So. Schmeckt. Zonenvorhersage einfach. In the Rank mitgenommen, habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich. Okay, wir nehmen mal hier die Biggies mit und weiter geht's, Bruder. 4 Kills, 28 Leute leben. Also 20 Bombs, Bruder, kann ich mir doch irgendwo sonst wo hinschieben, Alter, weil das kriegen wir nicht hin. Aber Hauptsache, wir gewinnen jetzt mal eine Runde. Also ich habe die Lobbys in der ersten Runde ein bisschen unterschätzt, Digga, aber da war ja noch Diamond. Jetzt merke ich auf jeden Fall, dass die Lobbys immer besser werden. So, hier vorne nochmal Bildfights. Guck mal, ich mache jetzt taktische Nasen. Ich gehe rechts hoch und dann von oben werde ich auf sein Gesicht drauf springen. Schau, Bert hat ihn sogar getötet. Ah, ich bin ein bisschen zu spät. Er hat doch so viel Space, ich sehe ihn nicht mal. Er spielt sehr, sehr safe, Jungs. Kommt noch einer. Okay, er hat Angst. Er hat Angst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und jetzt haut er ab, der kleine Siebikopf. Okay, jetzt haben wir nur noch wieder diesen Typen. Am Hals. Sweaten ist angesagt, Bro. Er campt da irgendwo, der Siebikopf. Meint ihr, der Typ ist hier noch? Ich bin mir sicher, dass er noch hier ist. Jetzt kommt der Typ von links. Cool. Okay, er ist runter. Ich hatte eigentlich Fullbox, Mann. Ich hab verkackt. Oh, ja. Jetzt kommt der Typ von oben, ne? Ich wusste, dass er noch da ist. Ich wusste es. Eieieiei. Eklig. Ich überlege zu dippen, Alter. Weil der Typ von oben wird... Wenn ich ihn töte, Bruder, wird der Typ von oben runterspringen. 100%. Und das ist kein Gegner, den ich mit 0 Damage töten könnte. Okay, 2 in die. Sehr gut. Er ist korrekt, Bruder. Er fightet ihn. Okay, wir chillen. Jetzt rein. Okay, beide crack. Let's go, den haben mich. Und jetzt stell den anderen. Die Frage ist, wo ist der andere, Bro? Ah, ja. Oh mein Gott, er hat einen 3-Schuss. Ich brauche noch einen 3-Schuss, Digga. Eieiei, es hat aber perfekt funktioniert, Bruder. Gerade so habe ich ihn zwar gerade noch geholt, Alter. Bisschen knapp war das, aber so. Die reine Idee, Bruder, die hat funktioniert. Die war richtig, Digga. Hat funktioniert. Und noch einer. Hey, ist er. Wer ist das denn jetzt, der da oben ist? The fuck? Da ist noch einer einfach, Digga. Ey, Jungs, was geht hier ab, Bro? Die Lobbys haben sich tot verändert im Vergleich zu vorher, ne? Ist das crazy? So, wo ist jetzt dieser andere Typ, der hier oben war, Bro? Ist er hier noch? Ich höre ihn nicht. Oh, jumpt runter, der will abhauen. Okay, der ist scared, Alter. Den kann ich eigentlich easy shinnen, wenn ich ihn jetzt quick pushen gehe. Okay, er ist doch nicht so scared, wie ich dachte. Ah, das war zu viel. Das war einer zu viel. Er traut sich ja nichts, Digga. Nicht einmal Wall replacen konnte er. Der Siebikopf. Okay. Er ist halt auch mal schon, ne? Oh mein Gott. Ey, Mann, Digga. Er muss doch tot sein. Ach, noch ein anderer. Digga. Wollte ich zu viel, Digga. Woher kam er auf einmal gespawnt in meine Fresse, Bruder? Top 16 nur. Was sind das für Lobbys, Bruder? Gib mir Prozente. Ey, Jungs, was ist das denn, Digga? 50%. Wow. Tschüss. Tschüss. Was war das, Digga? Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße, Bruder. Hier zu landen lohnt ja gar nicht, Mann. Ey, ich konnte nicht klettern. Ich schwöre es, ich konnte nicht klettern. Egal. Pump. Hier sind zu viele, Mann. Ach du Scheiße, wie viele hier sind. Wenn ich das klatsche, bin ich ja besser. Oh mein Gott, hab ich. Okay, chill. Eieieiei. Bruder, wie viele sind hier gelandet? Why, yo? Hier ist einer, ne? Ey, stirb doch! Wie viel Leben denn, Alter? Jetzt habe ich alles verloren, was ich an Leben hatte. Cool, Bro. Egal, wir haben den wenigstens. Wir müssen positiv denken. Jungs, chill mal jetzt, Alter. Hier sind noch so viele. Ich muss einfach überleben. Einfach überleben. Mehr will ich gar nicht. Bro, hier sind so viele. Wieso lande ich hier auch, ne? Ist so idiotisch, Digga. Ist das überhaupt ein Wort, idiotisch? Ich habe keine Ahnung. Halt deine Schnauze, Rubik. Konzentrier dich. Hä? Da war einfach einer.
natürlich, was schön. Weiß ich. Ja, Digga, also das ist unglaublich, ne? Wie viele sind hier, Digga? Ich komm nicht klar, wie viele hier sind, Digga. Ich bin sick, Digga. Oder einfach abbauen. Ich hab keine Wahl, Jungs. Ich schwöre, bevor ich da fighte, da sind 27 Leute. Oder einfach weg, Digga. Ich komm nicht klar, Digga. Ey, Jungs, ich schwör's dir. Vielleicht liegt's auch an der Uhrzeit, ne? Aber diese Elite-Lobbys, die ich hier gerade spiele, Digga. Unglaublich schlimm. Unglaublich, Digga. Die sweaten richtig rein, Mann. Ich merke das übertrieben. Wir müssen ein bisschen safe spielen, Jungs. Ehrlich, ich kann nicht überall reinkehren, Mann. Das wird nicht funktionieren. Wir wollen ja upranken, Digga. Darum geht's ja hier. Und ich glaube, Playstation bringt ja insgesamt mehr als jetzt die Killpunkte. Eigentlich kann ich mal wieder rein. Um zu gucken, was da abgeht, Digga. Weil ich hab ja jetzt alles. Komm, Jungs, ich will's eigentlich nicht, Digga, aber ich will's irgendwie auch schon, Alter. Ich geh da jetzt rein. Warum, Junge, wir wollen Kills machen, Alter. Nicht so eine Pussy sein. Ich rasier das jetzt. Hier ging gerade die Party ab, Bruder. Guck mal, was hier alles gebaut ist. So, hier links habe ich Schüsse gehört. Nur wo? Feinden die hier noch? Ne, hier ist einer. Okay. Weg! Weg! W's! 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 Digga, was ist in meinem Kopf falsch? Chill mal jetzt hier. Aber ich schwöre es dir, es bockt, es bockt. Also es ist full versweated, aber es bockt. Weil ich lebe, Digga. Was geht denn ab, Alter? Rank hat sich ja voll ins Positive entwickelt, Bruder. So gut, es macht wieder Spaß. Here we go, Junge. Let's go, Mann. Weiter geht's. Die Runde gewinne ich jetzt aber weiter. Ah, Alter. Jungs, es ist 44 Grad in meinem Zimmer gefühlt. Ich schwitze hier meinen Arsch ab, Mann, weil ich wirklich im Game schwitze, Digga. Es ist unglaublich, Mann. So, und die vorne fallen die jetzt nochmal. Da gehen wir jetzt auch hin. Jetzt wird wieder dick. Arsch abgeschwitzt. Ah, 25 jetzt. Wo ist er? Ich sehe nicht. Oh mein... Ach, Digga, ich gehe weg. Ich gehe weg. Er schwitzt wieder. Wie eine Ananas, Digga. Jungs, ich krieg keine Kills hin. Ich schwöre es euch. Also, es sind keine easy Free Kills hier am Start. Es sind alle Sweats. Ich krieg's nicht hin. Mehr geht's hier nicht, Digga. Ich red die von 20 Bombs vorhin noch, Alter. Nix hier, 20 Bombs. Ah, hier ist einer. Okay, der scheint mir scared zu sein. Okay, der ist auch nicht gut. Ich glaube, der ist nicht gut. Ich glaube ehrlich nicht, dass er gut ist, Digga. Guck mal, wie er spielt. Er ist ein Idiot. Bitte, Bruder, bleib stehen. Wofür? Wofür macht er das, Alter? Nice. Das war bestimmt so ein typischer Autofahrer, Bruder, bevor die Autos rausgenommen wurden, noch so ranked, Alter. 100%. Die Sau, Digga. Okay, chill. Hier rechts war noch einer. Okay. Digga, ich muss kurz Farm reloaden. Beruhig dich ein bisschen. Hinter dir, Bro. Let's go. Und noch einer schießt, chill. Okay, nice, Jungs. Nice, 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 nice. Ich rasiere, Bruder. Ich rasiere euch. Muruk, ich rasiere euch. Digga, was geht da ab, Alter? Wir bauen die Skybase. Grüße an Standardskill an dieser Stelle, der Bre, Alter. Was machen wir jetzt hier? Ach, der ist schon ganz unten, oder was? Was machen die da? Ich habe mich erstmal bedeckt, bisschen. Bisschen bedeckt halten. Ah, hat ja richtig gut geklappt mit dem bedeckt halten. Das sind alles Kia, Digga. Richtige W-Kia. Wie unangenehm bist du denn? Guck mal, du Katzenauge. Was willst du von mir? Naja. Schießt noch einer. Ey, Mann, Digga. Genau, perfekter Zeitpunkt, dass du schießt, du Sibi. Ja, und jetzt? Was jetzt, Katze, Bruder? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Wie zertieft den einfach. Aber er hat sogar überlebt. Sorry. Ja, weg mit dir, Katze, Bro. Oh mein Gott, jetzt kommt der andere Typ, der mit mir gerade geteamt hat und will mich killen. Und noch hinter mir einer. Ey, Jungs, beruhigt euch doch. Ich glaube, er haut ab. Okay, dann hau ab, Bro. Ey, Jungs, ich kann mich nur wiederholen, ne? 527. Mal, dass ich mich wiederhole, aber ich schwitze wirklich alles full, ne? Komm, ich muss doch jetzt meine erste Runde gewinnen, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, wir gehen mal jemanden killen. Münze ist sogar hier irgendwo. Ich glaube, hier vorne irgendwo ist er. Ah, da. 50.
Let's go. Weg, 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 Junge. Here we go, here we go. Was habe ich jetzt für eine Münze? Ja, unendlich Munition. Ah, das Arsch. Egal. Besser als nix. 7 Kills im Petto. Schmeckt. Hier vorne scheint noch ein Sibi zu sein. Mit Münzen. Vielleicht kann ich den auch irgendwie schnappen. Wobei ich sagen muss, Bruder, ich gehe lieber Zone, Digga. Die Zone ist in Uganda. Wenn ich in der zweite, Digga, ich werde komplett Storm tanken müssen und... Und der ist hier. Weg, weg, weg. Bruder, bitte, nein. Ich will dich nicht schweinen. Ja, er will mich schweinen. Ich hab verkackt, Jungs. Rotier einfach, Bruder. Vertrauen, er ist schlauer für uns beide. Du Vollidiot. Er rotiert nicht. Fast fully shittet, aber ich hab eine Wall nicht geplaced. Weil er diese Drecksscheiße AI hat, Bruder. 15 AP. Digga, der kleine Loser, Digga. Er ist selber gestorben. Du bist so schlau! Ey, Mann, Digga, es kann doch nicht wahr sein, Bruder. Ich wollte heute einfach nur Champion erreichen, ne? So eine Verscheiße. Ach, ich kann nicht mehr. Komm runter!